So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed 1. Ja, eigentlich habe ich ja immer gesagt, ich nehme auf, wenn ich frei habe. Das ist halt nicht der Fall, deswegen muss ich auch zeitlich gucken, wie ich das mache. Der Grund dafür ist, dass ich einfach Bock habe, gerade aufzunehmen. Und ich habe einen anderen Controller wieder. Und diesmal einen, der richtig konfiguriert ist und hoffentlich nicht rumhängt. Es ist ein USB-Controller, so ähnlich wie der andere, den ich hatte. Aber der andere hatte ja das Problem, dass ich die Tasten-Controllation nicht richtig anstellen konnte. Gut, jetzt muss ich gerade gucken. Gib mir mal die Map. Haha. Wir haben noch gar nichts gemacht. Also mit dem will ich doch auf gar keinen Fall reden. Wir tun auch heute das machen, was wir immer zuerst machen, wenn wir in eine Stadt kommen. Wir tun die... die Dinge kalibrieren. Ja, kalibrieren, genau. Wir öffnen uns die Map. Wow, diesmal ist es mal ein Mann, der das sagt. Das ist ungewöhnlich. Oh, verdammt. Weil ich ein Trottel bin. Laufen wir einfach erstmal durch die Stadt und der Herr ist mit uns, alter Mann. Ich habe doch nichts Falsches getan. Warum tut ihr das? Gut. Ah, da. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Talal ist wohl unser nächster. Na, geht auch hoch. Na also. Genau, jetzt müsste die Glocke läuten. So als Gag. Kein Schwein merkt, dass ich da runterspringe. Okay, wo ist... Okay, das ist immer so kreisförmig angeordnet. Nehmen wir als nächstes dieses hier. Ja. Ach. Ah. Leider sind eine akzeptable Art, Dächer hochzuklettern. Ja, man merkt schon, die sitzt so. Ah, eine Flagge. Also es kann durchaus sein, dass wir es heute nicht bei. Also ich bin ja schon angezogen. Das liegt jetzt falsch. Also ich habe schon meine Arbeitskleidung an, das meine ich damit. Das wollte ich damit sagen.
Das heißt, ich kann ein bisschen länger machen als sonst. Ah. Das ist mir doch wurscht. Es hat sich so angefühlt, als wäre ich ins Nichts. Es wäre da eine unsichtbare Wand. Ah, da ist ja noch eine Flagge. Lass mich raten, ey. Jerusalem-Kreuz. Okay. Da lass mich doch mal bitte auf den Turm gehen, dass ich da die Karte aktualisieren kann. Also ich habe übrigens mal mit Retro gesprochen, der meint halt, dass Assassin's Creed als sehr eintönig ist. Ja, das stimmt schon, es ist sehr eintönig. Aber das macht irgendwie dieses Spielprinzip aus. By the way, man hat ja bemerkt, in späteren Teilen ist das wesentlich angenehmer, aber einfach zur Story halber, zur Komplettierung werde ich hier alles auch machen. Auf zum nächsten, das ist hier. Und auch wenn dieser Part wesentlich früher aufgenommen wird als normal gedacht, bin ich immer wieder froh zu sehen, dass das Projekt ganz gut bei euch eigentlich ankommt. Also so gut wie halt bei einem kleinen YouTuber ein Projekt normal ankommen kann. Ist ja gut. Du musst mir auch nicht helfen. Aha. Ah, da ist der Turm. Ich komme ja schon helfen im nächsten Part. Gesundheit. Das sieht übrigens aus wie der Ausweispunkt, der das meiste einbringt. Oh! Wir haben einen neuen Balken. Ah, jetzt fängt auch die zweite Reihe an. Das finde ich schön. Wo lang? Ich meine, das müsste ich doch von hier aus dann sehen, wo. Aha. Yeah.
Ja, schön. Aha. Ich will doch da hoch. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Er wird Ärger verursachen. So, wo war jetzt? Ach, jetzt reicht's. Warum? Ja, warum mache ich das? Weil es hier zu wenig Leitern gibt. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Zu wenig Leitern. Ne, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, in dem Spiel gibt es viel zu wenig Leitern. Wenn man möchte, dass man das mit der Leiter macht, dann sollte man gefälligst mehr Leitern ins Spiel einbauen. Nachdenken, wie ich von hier aus. Das geht doch gar nicht. Oh, eine Flagge. Und schon wieder wurde ein Knall ausgelöst. Ach, da ist eine Moschee. Nehmen wir an, das sieht bescheuert aus, wenn ich jetzt die Moschee hochkletter. Lalala, keiner merkt das. Ne, jetzt mal ehrlich. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ich suche eine Möglichkeit, da hochzukommen. Da ist. Obwohl, ne, da ist gar kein Aussichtspunkt. Oder doch, da ist einer. Meine Güte. Seltsam. Leute aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Na, also geht doch. Wow. Ja. Und ich glaube, jetzt brauche ich wieder 14, nicht wahr? Oder hat sich das jetzt erhöht? Die Anzeige für die Nen hat sich erhöht. Irgendwo war hier ein Punkt, wo ich runterklettern konnte, ein optionaler. Da. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ich sehe nicht, was er damit erreichen will. Templer, das. So, geradeaus. Das gibt's doch nicht. Wie komme ich jetzt wieder raus? Später. Ich rette sie später, sobald ich. Ja, das.
Okay. Wieso, ich laufe doch die Leiter hoch. Warum beschwert ihr euch jetzt? Ah. Ah ja, die Steuerung mit dem anderen Controller, den ich jetzt verwende, ist viel einfacher. Aber ich freue mich schon, den Xbox 360 Controller drauf verwenden zu können. Am Montag kommt ja endlich das Ladekabel. Ja, die Konsole ist übrigens schon da. Für die, wo es interessiert. Aber das Ladekabel für den Controller fehlt noch. Ich kann den, also die Konsole gar nicht verwenden. Und dann, damit ihr es wisst, das stand in der Produktbeschreibung drin, dass da kein Kabel drin ist. Aber ich dachte, es zum Xbox-Controller geht mit ganz normalen Ladekabel. Nein, geht nicht. Das habe ich jetzt auch gelernt. Oha, das ist aber... Ah, das Büro, das... Eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen die... Ah, da ist auch... sehr wieder Möglichkeit, da... Natürlich! Das ist das Gebäude, was gegenüber liegt. Wurscht. Nö. Das ist aber auch lustig. Er hätte den Sprung geschafft, aber er wollte es nicht. Ja, dann klettern wir halt so hoch. So, irgendwo muss es hier einen Punkt geben, wo man einfach hochsteigen kann. Ich hätte ja schon fast sagen dort, aber das ist... Das sieht doch verdächtig aus, so als wäre da schon öfters jemand hochgestiegen. Nö. Es ist euch nicht erlaubt, sie zu sein. Ach, haltet doch die Klappe. Wie komme ich da hoch? Ich werde ja sagen, das sieht machbar aus, aber der will da nicht hoch. Ah, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Synchronisation.
6 von 9 Aussichtspunkte in Nobelviertel gefunden. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ja, ist noch ein paar Minuten Zeit. Ich tippe, das schaffe ich sogar rechtzeitig alles hier. Für euch nicht, aber für mich schon. Was macht der da? Sport. Was macht er da? Sport. Ja, kletter doch hoch. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Der Krieger frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Aber ich sage, es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Er hängt diesen Kerl, der schredet Schwachsinn. Hä? Es gibt doch noch einen Aussichtspunkt. Vor allem, wie kommt im Nobelviertel eigentlich Bettler hin? Soweit ich weiß, dürften die sich da gar nicht mal aufhalten. Acht von neun. Es muss irgendwo noch einen geben, den ich übersehen habe. Ist mir ja schon klar. Ich würde ja gerne optionale alle Elemente, Missionsziele, optionale Ziele. Wo ist bitte der letzte Aussichtspunkt? Bin ich blöd? Ich finde den nicht. Wer mich fragt, der hat einen nicht gewertet. Warte. Da ist er. WTF. Er wird sich noch verletzen. Hab den letzten. Ich, jetzt mal ganz ehrlich, der ist vollkommen unnötig.
Gesundheit. Boing. War es auch. Anstatt dass da. Warum behelligt ihr mich? Ihr wagt es in meinem Wald ein Schellen. Warum macht er das? Gute Nacht. Fehlt wieder Heuschrecke und ich bin genau neben der Flagge lang gelaufen. Gut, dann müsste hier jetzt das letzte Synchronisationsgedöns sein. Und damit haben wir alle Aussichtspunkte erreicht. Im Nobelviertel von Jerusalem. Der erste DNA-Punkt ist erreicht. Gut, Leute. Da würde ich sagen, an der Stelle werde ich einen Cut setzen. Ne? Wir sehen uns dann das nächste Mal im Büro des Beraters. Auf den Typ freue ich mich ja schon sowas von. Ihr wisst ja, das ist der Typ, den ich überhaupt nicht leiden kann. Weil er mich nicht leiden kann. Ja. Dann sehen wir uns zum nächsten Part von Assassin's Creed 3D bzw. 2D. Ich hoffe, es macht euch auch übrigens nichts aus, dass mehr oder weniger die Videos doppelt kommen, einmal in 2D und einmal in 3D. Bis zum nächsten Part. Ciao.